Nein! Nein, das kann nicht sein! Oh Gott, Lily! Scheiße! Lily, ich bin hier! Wo bist du? Oh Gott, ist sie etwa oben? Konnte das passieren? Papa, Hilfe! Ich komme, Lily! Halt durch! Ich bin hier, Lily! Ich bin hier! Verdammt, wo ist sie? Papa, wo bist du? Lily? Komm jetzt raus! Lily, wo bist du? Ich bin's. Papa ist hier. Du hast mich im Stich gelassen, Papa. Hallo, Sebastian. Ist lange her, hm? 3 Jahre. Ich habe 3 Jahre lang versucht, dich aufzuspüren. Und du dachtest, du findest mich am Boden einer leeren Flasche. Richtig? Und warum bist du ausgerechnet jetzt hier? Du hast mich nicht gefunden, weil sie es nicht wollten. Beruhig dich, Sebastian. Du wusstest, was in der Nervenklinik passieren würde, oder? Was in Beacon passiert ist, ist Vergangenheit. Das musst du vergessen. Du klingst genau wie der Psychologe, den mein Boss mir vorgesetzt hat. Aber er hatte keine Antworten. Du schon. Erzähl mir alles über Mobius. Ich bin deswegen hier. Woher hast du das? Lily ist am Leben.
Lily ist tot! Ich habe den Bericht gelesen! Ich war auf ihrer Beerdigung! Wir können die Geschichte umschreiben. Ein Tod zu inszenieren ist ein Kinderspiel. Warum sollte ich mich endlich zeigen, nur um dich zu belügen? Lily lebt. Und sie ist bei uns. Aber sie ist in Gefahr. Du musst uns helfen, sie zu retten. Retten? Was habt ihr mit ihr gemacht? Nehmt eure verdammten Finger weg! Ich hatte gehofft, du würdest freiwillig mitkommen. Aber wir haben keine Zeit für diesen Quatsch. Wir brauchen dich. Lily braucht dich. Sebastian? Du bist wach. Gut. Ja, super. Wo sind wir? Das ist eine unserer Einrichtungen. Das ist also dieses allmächtige Mobius. Sei vorsichtig, was du sagst. Du weißt nicht, wie mächtig die sind. Klar. So mächtig, dass sie einen abgewrackten Ex-Cop entführen, um ihnen zu helfen. Zumindest ist dein schrecklicher Humor noch intakt. Schluss mit dem Scheiß. Wo ist Lily? Geduld. Alle Antworten liegen genau hier. Der Vorfall in der Beacon-Nervenklinik war ein bedauerlicher Rückschlag. Aber mit dem erhaltenen Wissen haben wir ein neues und stark verbessertes Stem-System gebaut. Was hat das alles mit meiner Tochter zu tun? Stellen Sie sich vor, Millionen Geister miteinander verbunden. Glück für einen bedeutet Glück für alle. Mit dieser Maschine, diesem Wunder, kann unsere Spezies Großes erreichen. Wir mussten mit einem Geist beginnen, der rein genug war, um tausende Persönlichkeiten aufzunehmen. Dem Geist eines unschuldigen Kindes. Sie haben Lily an diese Maschine angeschlossen? Ihre Tochter ist etwas Besonderes. Die stabilste Kernkandidatin, die wir je getestet haben. Dank ihr war der neue Stem ein durchschlagender Erfolg. Bis vor kurzem. Vor etwas mehr als einer Woche ist Lily verschwunden. Hat keine Signale mehr gesendet. Dann begann die Stem-Umgebung zusammenzubrechen. Wir dachten, es wäre nur ein einfaches, technisches Problem und schickten ein Suchteam von Mobius rein. Doch dann verloren wir den Kontakt. Und Stem fiel aus. Denken Sie nach, Mr. Castellanos. Ich gebe Ihnen eine Chance, nicht nur Ihre Tochter wiederzusehen, sondern sie zu retten. Etwas, von dem Sie glaubten, es nicht geschafft zu haben. Sie können sie retten oder sterben lassen. Ihre Wahl. Viel Glück, Sebastian. Und bitte, versuch mit dem Team zusammenzuarbeiten, wenn du es findest. Ich weiß, du vertraust uns nicht. Aber sie verfolgen die gleichen Ziele wie du. Nein, danke. Ich komme gut allein klar. Denk dran, melde dich, sobald du Lily findest. Damit wir mit der Extraktion beginnen können. Ich bin hier für dich da.
und jemand anders wird dort drin für dich da sein. Bereit? Sei vorsichtig da drin, Sebastian. Wir verlassen uns auf dich. Stemm-Eintritt in 3, 2, 1. Das? Wo bin ich? Papa! Was? Papa, hilf mir! Ich komme, Lilly! Papa! Ich weiß, es ist schwer, aber sie ist fort. Unsere Kleine ist fort. Nein, das werde ich niemals akzeptieren. Wenn du mir nicht helfen willst, finde ich die Wahrheit alleine heraus. Was geht hier nur vor sich? Detective, wir haben eine Meldung. Furchtbar. Wie ein höllischer Kater. Keine Sorge, es vergeht, wenn sich dein Geist dran gewöhnt hat. Du bist jetzt in einem vom Hauptsystem abgetrennten Bereich. So können wir die Kommunikation mit dir aufrechterhalten. Dieses Konstrukt ist dein Zimmer. Eine aus deinen Erinnerungen erstellte sichere Zone. Meine Erinnerungen, was? Wenn das so ist, wo sind denn meine Frau und mein Kind? Sieht aus wie mein altes Büro im Crimson City PD. Dein Unterbewusstsein hat es erschaffen. Du solltest dir diese Frage also selber stellen. Kommen wir zur Sache. Wir haben dir Informationen in dein Zimmer geschickt. Siehst du etwas Unbekanntes? Hier sind Fotos einiger Mobius-Agenten. Euer verschwundenes Team, nehme ich an. Ja. Sag Bescheid, wenn du welche von ihnen findest. Du bist unser einziger Kommunikationsweg in den Stem. Sie stecken in Union fest und suchen auch nach Lilly. Union? Diese Stem-Umgebung wurde entworfen, um einer Kleinstadt namens Union zu entsprechen. Toll. Eure Experten müssen also auch gerettet werden. Wenn es jemand kann, dann du. Danke für dein Vertrauen. Aber ich bin nur hier, um Lilly zu finden. Es gibt noch weitere Informationen. Schau sie dir an, bevor du gehst.